auf ein neues. Es ist wieder kein Angler zu sehen hier weit und breit. Habe also die ganze Kante für mich alleine und hoffe, dass ich auch endlich mal einen Fisch verhaften kann. Ich habe nicht mitgezählt, aber das war schon etliche Male, die ich los war und nichts hatte. Nichts, absolut nichts. Ein Zupfer, zwei Forellen als Nachläufer, aber kein Fisch am Band. Naja, ich werde überleben. Auch wenn heute wieder nichts beißt, schönes Wetter ist. Das werden wir genießen. So. Bis zur Kante ist es noch ein weiter Weg. Am ersten Wurf schalte ich euch wieder dazu. Erster Wurf. Ich bin noch nicht ganz rangekommen an die Kante, das ist doch bald ein bisschen zu tief heute. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das letztes Mal dann so tief war. Aber wir werden sehen. Mal schauen, ob ich überhaupt eine Chance habe mit meiner Fliege. Denn es sollen die Seeringelwürmer sollen schon schwärmen und laichen. Da werden sich die Forellen wohl dick und rund fressen. Leute, jetzt bin ich aber sehr überrascht. Fisch gebissen, aber ich habe die Schnur noch hinterhergezogen. Total eingedreht, die kleine. Klitzekleine Meerforelle. Ist nichts Besonderes. Guck sie dir an, da ist sie. Es hat geklappt. Hier vor den Füßen. Na los, komm mal her. Ja. Ah, schicki, schicki. Hand nass machen. Ein kleiner Bandit. Auf jeden Fall mochte er die Fliege. Da ist sie. Und ab dafür. Na los. Weg ist sie. Schön. Das macht ja Hoffnung. Das macht Hoffnung. Und ich wollte nur die kleine Stückchen weiterlaufen und habe die Schnur hinterher gezogen. Also das weiß ich gar nicht, wie viele Meter das waren. Viel waren es nicht. Vielleicht 5 Meter Schnur und das Vorfach. Das macht ja Mut.
Und dann hier auf dem Flachen. Gar nicht an der Kante. Naja, so. Auf ein neues. Ich will ja nicht ausverschämt sein, aber es könnte mal wieder beißen. Was heißt mal wieder? Ein Angler ist dazugekommen. Ah, der steht da sehr weit. Das ist bestimmt auf der Kamera nicht zu sehen. Was hat die für ein Gemüse? Das ist einfach herrlich, das Wetter. Mir mal einen Stein gesucht, auf dem man ein bisschen höher steht. In der Hoffnung, dass ich vielleicht mal einen Nachläufer erspiele. Oh, eine kleine Pause machen. Kurze Pause mal genutzt, um ein bisschen was zu trinken und eine neue Fliege anzuknoten. Oh, wo ist sie? Ich weiß gar nicht, ob man sie sehen kann. Aber oh, jetzt vielleicht. Mal schauen, ob es den ersehnten Einschlag gibt darauf. Ich bin der vernünftige Forelle, ne? Also nicht so ein kleines Teil wie vorhin. Ich werde mich langsam wieder zurückarbeiten Richtung Parkplatz. Immer an der Kante lang. Irgendwie habe ich das im Gefühl, jetzt beißt es gleich. Alter, das geht doch gar nicht. Schon wieder hier vorne. Beim Absinken. Direkt vor den Füßen gebissen. Herrlich. Dann war das eben doch ein Biss. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es beißt. Mal sehen, ob es maßig ist, ne? Schönes Ding. Beine zusammen.
nicht aus. Mal schauen. Ich wollte gerade sagen, mal die Kamera anmachen für die letzten Würfe, da hängt er dran. Ja, ja, ja. Poch, 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 immer nach unten poch. Das war ja was hier vorne. Kleiner Akrobat, oder? Maßig aus. Ah. Naja, 45 wird aber knapp. 45 wird sehr knapp. Ja, was soll ich sagen? Da ist sie drin. Ist die Fliege? Die Fliege sitzt sehr gut. Ja, ich hatte eben das Gefühl, dass wenn was hinterher kam, wusste aber nicht hundertprozentig. So, fliege jetzt raus. War da eben auch was bei, hundertprozentig. Davor. Ich würde sagen, ich mache Feierabend jetzt. Ja, schön, zwei Fische heute. Hat sich mal gelohnt. Na gut, der eine war deutlich zu klein. Aber es war ein Fisch. Aber beide so einen kuriosen Biss. Schön. Also ich bin sehr erfreut, dass es endlich mal geklappt hat. Aber ich bin ja auch schon mal 12 Mal los. Ja. Das erste Mal ging es mit Fisch nach Hause. Geht's mit Fisch nach Hause. Und dann auch noch gleich 2 Stück. Also nicht nach Hause, aber 2 gefangen. Herrlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal.